horribles en archer, détruis-me lui, amoureuse, car ton acrime vient trancher. Wir sind das Ensemble Vocame und haben uns vor einigen Jahren gegründet anlässlich der Entdeckung der Musik Cassias, einer Komponistin aus dem 9. Jahrhundert aus Byzanz. Und jetzt stehen wir kurz vor der Veröffentlichung einer CD von Christine de Pizan. Dieser Vorschlag ist zunächst auf Skepsis gestoßen, weil ja Christine de Pizan keine Komponistin ist und es eigentlich keine Musik bis auf ein einziges Stück gibt. Aber später haben wir dann doch schon gedacht, die Texte von de Pizan sind so interessant und so vielfältig und auch so in der modernen Zeit verständlich, dass wir an diesem Thema eigentlich nicht vorbeikommen und halt mit Kontrafakta arbeiten und sozusagen eine CD gemacht haben, die man als Soundtrack zu ihrem Leben und ihrem Wirken verstehen könnte. Christine de Pizan ist für viele Frauen auch interessant. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Stadt der Frauen. Und darin wird eine utopische Welt dargestellt, in der die Frauen sehr viel Macht haben. Und Christine de Pizan hat sich dafür sehr eingesetzt, ein anderes Frauenbild im Mittelalter schon festzulegen. Sie war selber auch unglaublich selbstständig. Der musikalische Ansatz rankt sich um oder startet bei dem berühmten Lied Duel Angoisseuse. Das ist das einzig überlieferte Stück und von Gilles de Bourgeois vertont. Das haben wir zum Vorbild genommen, im ähnlichen Stil auch Melodien zu finden, auch zu arrangieren, die den Stücken entsprechen. Wir haben ja da ein großes Repertoire und auch viele Erfahrungen mit diesen Dingen, wie man mittelalterliche oder Renaissance-Musik arrangiert. Und wir haben das ganz Besondere mit den vier Frauenstimmen, was schon, glaube ich, das Klangbild so einzigartig macht. Wir sind gerade in Tschechien. Wir hatten Glück, dass wir hier in diesem schönen Schloss und die Garten auch ein bisschen singen könnten und weiter unser Zusammenleben, Zusammenarbeiten entwickeln könnten. Wir sind in Milotice, in Schloss Milotice, und morgen werden wir hier ein Konzert haben. Je besser wir zusammen singen und wirklich so in diesen homogenen Viererklang kommen, dann entsteht sowas wie eine fünfte Stimme, also wie eine unsichtbare Stimme, die eigentlich unsere alle, also unsere vier Stimmen sozusagen aufnimmt oder vereint. Wir sprechen dann immer gern so von der unsichtbaren fünften Stimme. Oder der Quintessenz, ne? Das fünfte Element, das aus dem Zusammenwirken der vier Elemente existiert.